Wir sind hier im Atelier von Fritz Hess. Der Fritz Hess ist vor 60 Jahren in Basel geboren worden und lebt seit 1946 in Rheinach. Man kann sagen, ein Rheinacher Künstler. Ja, das ist richtig. Ja. Sie waren von Anfang an Künstler gewesen, oder haben Sie mal in Anführungszeichen einen bürgerlichen Beruf ergriffen? Ich habe sogar zwei bürgerliche Berufe. Ich bin Gärtner von Beruf und Feinmechaniker von Beruf. Ich habe beides abgeschlossen. Ich habe nebenbei immer gemalt und gezeichnet und ein bisschen künstlerisch tätig gewesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, tun Sie aber jetzt vom Malen leben? Ja, so also leben ist zu viel gesagt. Ich habe jetzt mehr Zeit, weil ich nicht mehr arbeite. Ich bin Rentner und habe jetzt mehr Zeit zum Malen. Ja. Zu Ihrem Weg, wenn Sie mir den Vergleich erlauben, ein Sportler, der hat ja einen Palmares. Ich glaube, bei einem Künstler sind es die Ausstellungen, die er macht. Können Sie mir ein bisschen erzählen, was für Ausstellungen das Sie schon hatten? Ja, das ist, hat angefangen in den 60er Jahren. Hat es in Basel von einer Amateurgruppe, Freie Kunstvereinigung hat sich die genannt, hat es so Ausstellungen gegeben im Sanssouci in der Zeit. Da sind unter anderem bekannte Leute dabei gesehen, die jetzt noch tätig sind auf diesem Gebiet. Pierre Kocher zum Beispiel, Max Glanzmann. Und ich bin dann auch dazu gekommen in die Gruppe. Und da haben wir Ausstellungen gemacht im Sanssouci. Und nachher habe ich dann mal probiert mit einer Einzelausstellung. Und die Einzelausstellung hat der Hans Danacher mit mir gemacht in der Galerie, die er hatte in Darwil, im Dana. Dort hatte er sein Atelier gehabt und hatte eine Kellergalerie noch gehabt. Und dann 1973 konnte ich dort die erste Einzelausstellung machen, beim Hans Danacher. Und nachher hat es immer wieder Ausstellungen gegeben, in anderen Galerien und auch bei der Kultur in Rheinach natürlich. Immer wenn die Kultur etwas gemacht hat, bin ich dabei gewesen. Da können wir vielleicht gerade auf die aktuelle Ausstellung gehen. Im Moment ist ja eine Ausstellung von Ihnen, Kultur in Rheinach. Ja. Jawohl, das ist jetzt gerade an der Brunngasse eine Ausstellung von der Kultur in Rheinach. Eine Einzelausstellung ist von mir. Bis wann geht die noch? Die geht bis am 19. Februar. Sonntag, 19. Februar ist fertig. Jetzt, Sie sind 60-jährig, sind kurz nach dem Krieg hier angekommen, sind Ihre Bilder von dieser Zeit eigentlich geprägt oder wie sieht das aus? Also, Ihre Bilder sind für mich manchmal bedrohlich, für mich persönlich, das ist einfach so. Ja, das ist richtig jetzt, im Moment, aber früher habe ich auch anders geschafft. Ich habe eigentlich die Phase mit den Bildern, die Sie hier jetzt sehen und in der Ausstellung sehen, die habe ich noch nicht so lange. Ich habe früher viel mit Material geschafft, ich habe viel Assemblage gemacht und so Klebebilder mit Fundgegenständen und habe die dann teilweise noch bemalt und habe auch, die Thematik ist immer ein bisschen aggressiv und provokativ gesehen. Das ist einfach meine Art, ich muss es so arbeiten, weil ich mir das am meisten sage. Ich muss etwas sagen, was in der Zeit geht und auf die Missstände der Zeit aufmerksam machen. Und, aber eine reine Maltechnik, also Bilder, Tafelbilderstil, wie wir es jetzt in der Ausstellung sehen, das mache ich erst etwa 10 Jahre. Kann ein Künstler etwas bewegen mit seinen Bildern? Ich glaube es nicht. Wenn man denkt, wie viele gute Künstler und ganz gute Leute schon auf der Welt gibt, seit dem Mittelalter als Maler und auch schon im Mittelalter hat der Künstler versucht, irgendwie einen Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft. Wenn man sieht, was dabei rausgekommen ist, wie die Welt heute ist, muss ich sagen, nein, der Künstler kann nichts bewegen. Ich möchte eigentlich gerne von Ihnen ein bisschen erfahren, wie das Sie malen oder wie Sie sich entwickelt haben. Wie haben Sie angefangen? Ja, also angefangen habe ich mit Zeichnungen. Ich habe eigentlich verschiedene Techniken ausprobiert. Ich habe am Anfang auch Aquarell gemacht und ich habe Tempera gemacht und ich habe Klebebilder gemacht. Ich habe verschiedene Stilrichtungen ausprobiert und habe auch teilweise aus jeder
stilrichtig gewisse Sachen verkauft und ich habe Plastik gemacht und eben auch Materialbild. Das war eine Zeit lang ein grosses Gebiet bei mir. Ich habe Plastik geschafft, dreidimensional. Wir haben grosse Gipsplastiken gemacht, die man im Garten nachher in Bronzen abgegossen hat, für den Garten. Ich habe draußen im Garten noch eine. Habe ich auch gemacht. Und dann ist eben immer mehr ist dann die Farbe gekommen und das Malen gekommen. Also richtige Entwicklung durchgemacht, wo hat sich das aber dann auch im Werk selber geäussert. Also ich habe es vorher gesagt, ein bisschen düsteren Eindruck haben, ist bedrohlich, negativ. Es hat aber auch immer Positives in ihren Bildern. Ist das auch durch Technik entstanden oder ist das, wenn ein Künstler anfängt, tut er sich einfach entwickeln in irgendeine Richtung und das ist zufällig? Ja, es ist schon mehr oder weniger zufällig. Es ist schon so, die Sachen, die ich auch gegenständliche Sachen gemacht habe, die sind sicher nicht düster gewesen. Ich habe Sachen gemacht nur in Farbe und Form. Und das war nicht düster gewesen, aber es hat sich dann einfach so entwickelt, weil ich einfach von mir aus müssen etwas reinbringen musste, das mir eigen ist. Und das sind halt eben die zeitkritischen Motive gewesen, die dann immer mehr in den Vordergrund getreten sind. Und wenn man halt heute die Zeit anschauen und die Probleme sind, dann können sie nicht unbedingt immer gefreute Bilder machen mit der Problematik, die die Welt heute hat. Ne? So gesehen könnten sie eigentlich nur noch schwarz malen. Was hat die Farbe für eine Bedeutung für sie? Die Farbe hat für mich eine grosse Bedeutung. Es ist mit der Farbe, wir haben ja auch Farbpsychologie, da hat es dann Sachen, die auch mit einem Rot viel mehr Aussage haben, als wenn sie es schwarz würden machen. Ja, die Schwarzwald-Apokalypse, das ist mir schon klar. Wie sind Sie im Moment unterwegs? Was beschäftigt Sie im Moment in Ihren Bildern? Also im Moment beschäftigt mich die Träume vom Letten in Zürich. Also die Drogenszene beschäftigt mich im Moment. Ich habe etwas in Arbeit über das Problem. Und ich habe auch etwas in Arbeit, ein Stillleben mit dem Bau von Mario Botta, der in Basel gemacht worden ist. Ich möchte dort ein Stillleben machen, daraus aus dem Bau, den er gemacht hat von der Bankgesellschaft. Das wird ein lustiges Bildchen im Jahr. Das ist nicht unbedingt provokatives in dem Sinn. Aber ich tue das einfach ein bisschen, den Bau ein bisschen abändern noch mit Stillleben. Wir sehen dann, was es gibt. Sie haben jetzt zwei regionale Themen, wenn ich so darf sagen, erwähnt. Aber in Ihren Bildern gibt es auch religiöse Sachen. Also Sie tun sich nicht nur auf die Region konzentrieren, sondern Sie sind weltweit durch Sie Geschichte eigentlich faszinieren, so habe ich es verstanden. Ja, sicher. Also das ist jetzt gerade fast der Zufall, dass jetzt gerade im Moment regionale Themen aktuell sind. Ich tue mich schon weltweit mit der Problematik befassen und eben auch viele philosophische Sachen. Religion spielt immer eine Rolle bei mir, aber ich gebe mir dann eigentlich Mühe, es nicht nur auf eine christliche Art auszudrücken. Ich habe mich auch mit anderen Weltreligionen befasst. Und gut, es ist bei mir, es wird immer wieder gesagt von den Leuten, es ist immer ein Kreuz drin in meinen Bildern. Aber das Kreuz ist dann einfach bei mir in unserer Kultur als Symbol vom Tod gedacht. Ne? Und es ist das Todessymbol und das hat nicht unbedingt nur etwas zu tun mit dem Christentum, nicht? Bei mir. Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Ist Ihre Art, sich auszudrücken, zu malen, eigentlich ein Kampf gegen die Resignation? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich bin eigentlich ein sehr gelöster und ein lockerer Mensch und ich habe mich manche Jahre schon jetzt mit Tod und Leben auseinandergesetzt und es ist nicht eine Resignation, die ich hier jetzt auf die Leinwand bringe. Überhaupt nicht. Ich muss vielleicht umgekehrt fragen, wenn Sie nicht würden Künstler sein würden, würden Sie dann resignieren? So habe ich es gemeint. Aha, das kann ich nicht sagen.
Ich glaube, das kann man nicht im Vornherein sagen. Da hat es eine andere Entwicklung gegeben in meinem Leben. Und wie die gelaufen wäre, das weiß man nicht. Herr Hess, wir danken recht herzlich für das Gespräch und möchten jetzt eigentlich noch ein bisschen schauen, was für Bilder das Sie gemacht haben. Stierkampf ist ein begehrt Thema in der bildenden Kunst. Schon viel gemacht worden mit dem. Ich habe es auf die heutige Zeit bezogen. Mit dem Auto. Unsere Aggressionen finden viel im Auto, werden sie abreagiert. Und von dem her ist für mich der Stierkampf heute auf der Strasse, alltag findet der statt. Das Bild heisst der heilige Christophorus. Wir sehen ihn hier im Kanton Uri. Der Kanton Uri ist ja am meisten betroffen vom Durchgangsverkehr. Und ich habe das Bild gemacht nach der Alpeninitiative. Man sollte ja die Autobahnen jetzt stoppen, den Bau von den Autobahnen. Und wir sehen hier eine, die noch nicht fertig ist. Und der Christophorus ist jetzt hier nicht mehr als Schutzheilige von der Pest und von den Kranken, sondern von den Autofahrern. Und wegen dem hat er einen Stierkopf, weil es mit dem Kanton Uri zu tun hat. Das ist jetzt ein ganz schön und friedliches Motiv. Eine alte Ehepaar, die auf Weltkugeln sitzt, die sich küssen tut. Sie möchten eigentlich anonym bleiben und sind wegen dem durch den Vorhang geschützt und abdeckt. Und der Leuchter, das ist ein Akt als Fuß vom Leuchter. Das erinnert sich dann ein bisschen an die Jugend. Sexgedanken kommen ein bisschen ins Spiel. Und trotzdem ist es aber eben ein Altehebar und es ist eigentlich ein Nachtbild, oben nachtet sie, es ist aber schön beleuchtet, sie träumen, wir sehen Schmetterlinge und Blumen und von dem her genießen sie noch ein paar schöne Stunden. Das Bild heisst Gebet der Freiheit. Träumt ja jeder von Freiheit. Und ich habe das gemacht, wo Berliner Mauer gefallen ist. Sie sehen einen Durchbruch von der Mauer und hinten ist ein Ei, wo etwas geheimen tut. Es kommt etwas Neues, es geht etwas. Es ist ein Symbol von etwas Neuem. Es wächst dort eine Maispflanze daraus raus. Und die Mauer ist ja schon lange viel ein Dorn im Auge. Und jeder hätte gern, wenn sie weg gewesen wäre. Und alle träumen von Freiheit. Auch wir sollten gewisse Schranken können beseitigen. Es ist aber eben wahrscheinlich ein Traum, dass es jemals eine Freiheit gibt auf der Welt, die allgemein gültig ist. Vorne haben wir als Assemblage ein altes Drahtgeflecht. Es ist abgebaut worden, die Grenze. Dort, wo das Drahtgeflecht einmal war, ist jetzt Freiheit. Das Bild heisst Gedanken nach Tschernobyl. Wo der Atomgau war in Tschernobyl, hat mich das sehr stark beschäftigt. Ich musste unbedingt etwas darüber machen. Ich habe ein Kind genommen und habe das Kind in eine Landschaft gesetzt, die nicht mehr ist. Es ist verstrahlt, es ist eine tote Landschaft. Und Sie sehen in der Brust von dem Kind ein Atomkraftwerk. Und in der rechten Hand hat es einen toten Schädel. Ein Schädel von einem toten Tier. Und in der linken Hand ein schwarzes Fähnchen. Als Zeichen vom absolut unlebenswürdigen Lebensraum.
Und oben sehen Sie die Mutter von dem Kind, wo also in sich innen versunken ist und studiert, wie jetzt sich das auf der Welt, wo sie leben, soll weitergehen. Blanche, ein Koffer mit dem Zeichen Achtung für Strahlung, gefährliche Strahlung. Hier haben wir jetzt ein Stillleben. Und zwar ein trauriges, das heisst Vogeltrauer. Sie sehen einen Vogel, es ist ein Drossel, der tot auf einem Teller liegt, umgeben von Engeln und Blumen und einer brennenden Kerze. Und wenn Sie die Einladung gekriegt haben von der Kultur in Rheinach, dann hat Herr Pauli darauf hingewiesen und er sagt dem, es hat zu tun mit dem Artensterben. Das Bild war für mich eine Herausforderung. Es heisst Lebensalter und ich habe versucht, in meinem Profil alle Lebensalter eigentlich zusammenzukriegen. In einem Kopf und in einem Gesicht. Und die Maulpartie haben wir als Kleinkind, die Nasenpartie und die linke Haarhälfte ist mehr das mittlere Alter. Und links oben haben wir dann mit dem Auge Vergreisung. Das ist der Auserwählte. Der Mensch ist ja der Auserwählte in der Schöpfung. Die Tiere schauen ihn an und begreifen es eigentlich nicht, dass es der Auserwählte sein soll. Er tut ja nur Leid anrichten auf der Welt und tut sie jagen und plagen. Und es ist eigentlich für sie nicht begreiflich, wieso als er jetzt König soll sein von der Schöpfung. Wir sehen hier Adam gib Acht. Es ist einer im Baum, der Adam. Er tut seinen Baum schützen. Man sollte heute jeden Baum schützen. Wir sehen, er ist gefährdet. Es ist ein Kreuz hinten dran. Und wenn wir nicht Achtung geben zu diesem Baum, dann passiert das, was wir links und rechts sehen. Dann werden wir bis in ein paar Jahren nur noch toten Wald sehen und tote Bäume. Wenn Sie jetzt den Baum anschauen und das Bild anschauen, dann stellen Sie fest, dass das gar nicht ein normaler Baum ist. Das sind ja verschiedene Pflanzenarten, das sind verschiedene Bäume. Es hat auch Orchideen und es hat Äpfel, es hat Früchte dran. Es ist mir hier darum gegangen, das zu verallgemeinern, dass das einfach für die gesamte Pflanzenwelt zu tun hat. Man soll alles schützen, alle Bäume schützen. Wegen dem ist nicht spezifisch nur eine Art. Und Sie sehen, er ist als einziger Baum in einer Stadt und schwere architektonische Elemente unten umgangen. Also er ist sehr gefährdet. Sie sehen auch den Smog über der Stadt, wo sowieso gefährlich ist für unsere Natur. Und wegen dem sollte der Adam schauen, also der Baum könnte schützen.
Bild heisst Madonna. Und dass dort gerade ein paar Probleme, die sehr aktuell sind, in kirchlichen Kreisen miteinander ansprechen. Wir haben hier das Zölibat, die Priester, die die Madonna anbeten, die Träume von einer Frau, von einer Familie mit Haustier. Dann haben wir die Vergötterung der Haustier, die auch ein Problem ist heute. Es werden ja Millionen, fast Milliarden ausgeben für Tierfutter. Das ist auch etwas, was sehr aktuell ist. Und das ist eine Madonna, die eigentlich nicht eine Madonna ist, wie wir sie kennen, aus den Büchern der christlichen Malerei. Sie sehen, dass die Madonna keinen Kopf hat. Und das hat sie Grund darin, dass das eine Frau ist, die Allgemeingültigkeit hat. Es ist also nicht eine Maria, es ist nicht eine Mutter Gottes in dem Sinn. Es ist einfach eine Frau. Da haben wir jetzt drei Bilder mit einem ernsten Thema. Es sind drei Bilder, die entstanden sind aus einer Serie, wo ich mich mit Leben und Tod befasst habe. Und Sie sehen hier einen Friedhof mit einem offenen Grab. Und das ist ja das Ende von uns allen auf dieser Welt. Was nachher weitergeht, wissen wir zum Glück nicht. Wir sehen links an der Friedhofmauer ein Kleinkind und rechts einen Schädel. Und oben sehen wir einen Engel und eine Sonne, die uns wahrscheinlich einmal in Empfang nehmen werden. Das sind so Vermutungen. Es ist ja noch niemand zurückgekommen und sagen, wie es wirklich nachher weitergeht. Ich bin überzeugt, es geht weiter. Aber wie, wissen wir zum Glück nicht. Der Schrei. Das Bild habe ich gemacht mit einer ganz tiefen Traurigkeit. Der Altar, der hier zusammengeschlagen ist, war in einer Kirche in Dubrovnik, wo ich x-mal in der Ferien war und in dieser Kirche gesessen bin und Orgelmeditation gelost habe. Und der Schrei ist einfach etwas, das man scheinbar auf der Welt nicht wegbringt. Krieg, 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 jetzt wieder überall. Und Sie sehen oben, das Kruzifix ist in diesem Schädel drin. Alle Kriege sind ja irgendwie im Zusammenhang mit Religion. Und links und rechts sehen Sie zwei Engel. Sie stützen den Kopf auf den Arm. Sie sind auch traurig. Sie können nicht helfen. Das Bild heisst Menschenblume. Es hat etwas mit der Reinkarnation zu tun. Wenn man an das glaubt, dass es eine Wiedergeburt gibt, was ich auch glaube, dass es weitergeht, dann sehen Sie das hier deutlich. Es ist ein Schädel, es wächst wieder etwas daraus raus, es ist ein Embryo, das daraus raus wächst. Und oben sehen Sie dann wieder ein Kreuz. Es ist also ein Kreislauf, ein ständiges Vergehen und Kommen. Und der Füßsalamander, den Sie unten sehen, der ist in der christlichen Symbolik, gilt er als unsterblich. So, seit es den modernen Mensch gibt, werden dauernd Philosophien kreiert, aber alle Philosophien führen nur bis zum Abschied, bis zum Tod. Sie sehen hier ein Hirn mit einem Angesicht als Schädel. Er fliegt durch die Luft, er ist also vergänglich. Es ist keine Philosophie, wo nicht irgendwie vergänglich ist und alles wird immer wieder auf den Kopf gestellt und wieder etwas Neues als gültig erklärt. Das will ich mit dem zeigen. Wegen dem ist es als Vogel und fliegend dargestellt. Zum Abschluss haben wir hier noch ein lustiges Bild. Spiegeleier. Es hat mich gereizt, einmal ein Bild zu machen mit einem Spiegel,
Und habe hier ein Huhn und Ei verwendet dafür. Das Huhn ist angelegt, es hat wie ein Kostüm an. Es hat vorne Brüste draussen. Es ist eigentlich mehr um den Gag gegangen. Und mit dem hoffe ich, dass wir einen gewissen Querschnitt haben können zeigen von dieser Ausstellung. Und dass sie mit dem einen oder anderen Bild etwas anfangen können.